Jaui, liebe Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Ich erinnere mich zurück an die Zeit, wo ich noch unschuldig war, glücklich. Das bin ich, bevor ich wusste, was das ist, was wir heute reinziehen werden. Ich mache das nicht oft. Manchmal frage ich euch nach Anime. Ja, euch kranken Schweine. Ich weiß nicht, was falsch mit euch ist, was ihr alles gesehen habt im Leben, was euch über den Weg gelaufen ist, aber ihr habt manchmal so kranke Anime-Empfehlungen. Ich gucke da nur manchmal so ein bisschen rein. Aber jetzt habt ihr es geschafft, mir ein Anime zu empfehlen. So oft. Also wirklich mindestens 3 Leute haben mir den empfohlen, und zwar Yarichin Bitch Club. Als wäre der Titel nicht schon Spoiler genug. Dieses T-Shirt beschreibt wahrscheinlich, was der Anime ist. Dieser Anime, ich habe mich ein bisschen informiert, sorry, hat 2 Folgen und ist ein Yaoi. Mehr weiß ich nicht. Ich höre nicht oft auf eure Empfehlungen, aber wenn ich es tue, bereue ich es meistens. Von daher, viel Spaß. Okay, neuer Schüler in der Klasse. Okay, es sind nur Jungs in der Klasse anscheinend. Ich, natürlich. Was dachte ich mir? Mädchenschule, hä? Schöne romantische Oh, diese roten Striche. Wir wissen alle, was diese roten Striche heißen. Okay, auf jeden Fall, er sitzt am Fenster. Ich bete zu Gott, dass gleich irgendein Notizbuch aus dem Himmel fällt. Und es auffängt und dann irgendwie so der Anime ist, aber... Okay, anscheinend möchten sie in irgendeinen Club eintreten lassen. What the fuck? Jetzt verstehe ich alles. Jetzt verstehe ich, warum ihr mir das empfohlen habt. Ich hasse euch alle. Ja, das ist das. Das bin ich. Jetzt mach nicht einen auf, es ist nichts passiert. Oh mein. Nein. Wisst ihr, Freunde, manchmal fragen mich Bekannte, was ich beruflich mache. Schwierig zu erklären. Toll. Aumine aus Kurunokobaske ist auch am Start. Ich hasse diesen Typen hinten rechts mit der Brille. Ich hasse ihn. Guck mal, die hätten dieses Geld nehmen können für diesen Anime und etwas Geiles machen können. Und ich weiß, es wird schlimmer. Okay, jetzt erklärt er, was die eigentlich in dem Club machen. Sex. 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 Also ich war in der Film-AG und der Streitschlichter-AG. Und wurde gemobbt. Dieser arme Junge, du bist in der neuen Schule, denkst ja so, boah, ich kenne mir ein paar Girls. Werd der coolste Typ in der Klasse und dann bist du in so einem Sex-Club von nur Jungs. Okay, also wenn man nicht mit einem der Mitglieder innerhalb von einem Monat Sex hat, dann wird man rausgekickt aus der Gruppe. Warum? Das ist ab jetzt mein neuer Move, falls irgendwas Krummes in Animes passiert. Japan! Warum? Dieser arme Junge, er will doch einfach nur eine Freundin. Und doch? Diese roten Striche, die sind überall! Kawaii. Nein, nicht Kawaii. Scheiß auf Kawaii. Nichts gegen Yaoi-Anime und so, ich finde das voll cool so, aber ist natürlich ein bisschen verstörend, so wie die es halt darstellen, so mit den ganzen Sex-Agi und so. Also ihr wisst Bescheid. Oh, jetzt wollen die zusammen was essen, also, hä? Oh Gott. Yatsan und Kasuma, sind Oh Gott, die sind Cousins. Und ich wette, die hatten... Ja. Ihr wisst schon. Wenn Ryuk ins Death Note schreibt, so. Das, ja. Kein Wunder, dass ich die Liebe zu Anime langsam und langsam verliere, wenn ich mir nur sowas reinziehe. Er ist sein Cousins. Und er, okay, rote Striche bei seinem Cousin, Leute. Leute, es ist vorbei. Meine Seele in der Hölle zusammen mit allen von euch. Freunde, by the way, mein neuer Merch kommt am 18.10. raus. Nani ist am Start hier als Pullover, als Shirt und noch viele weitere coole Sachen. Checkt's unbedingt ab. Ich will einfach nur ablenken. Ich will mal was anderes reden. Ich möchte, je mehr ich davon sehe, desto gestörter werde ich. What? Ah! Wo kommt das Junge her? Wie kommt das jetzt? Ich dachte, das ist Kinderanime. Nein! Oh mein Gott, ist der Po blank! Der Po ist fucking rund und blank. Ich kann es mir nicht hochladen. Leute, für die, die jetzt sagen, Guru promotet schlimme Sachen. Leute, wir alle haben Game of Thrones geschaut. Und Game of Thrones, da passieren noch viel schlimmere Sachen. Und wir alle lieben es. Ich finde, wir sollten alle mal unseren riesig langen Stock aus dem Mund ziehen. Und ein bisschen lockerer sein. Von daher, Leute, das ist natürlich. Das ist, was passiert. Ein bisschen mehr als Blumen, als Bienchen und Blümchen. Ein bisschen mehr als das. Eher als Bienchen und Bienchen und Bienchen. Aber entspannt. Daijoubu desu ka? Ich nehme alles zurück. Ich werde es nicht mehr schauen. Ich schwöre, ich werde es nicht mehr schauen. Bestellt beim Merch, aber bitte, okay? Bestellt beim Merch. Ich bringe Sachen übrigens persönlich auch vorbei, weil den Leuten nicht bestellen. Und es gibt einen Haufen Extras. Und vor allem, das ist nur die erste Folge. Das ist nur die erste Folge von 2 Folgen. Ich weiß gar nicht mehr, wer ist. Ich weiß nur noch, dass alle miteinander Sex haben. Dreckigen Anime-Sex. Gezeichneter Sex. Alte Männer zeichnen das und wir gucken das. Grüße an dich, Hayao Miyazaki, du balder Bastard. Gibt's jetzt Beef? Gibt's jetzt Beef in der Liebeshöhle? Ich schwöre, die machen das gerade so episch. Der verlässt die Szene. Arigato. Sag dich doch. Anstatt dass ich irgendwelche geil Animes gucke, sitze ich hier und ziehe mir rein, wie irgendwelche Jungs sich gegenseitig. Es ist nur so klassenfahrtmäßig, botanischer Gartenmäßig oder was? Wo sind die? Wo sind die botanischer Garten? Es erinnert mich so stark an diese Autoszene von Boku no Pico. Egal. Oh nein, er ist verliebt. Oh nein, jetzt macht er ein Bild von ihm oder was?
Kennt ihr diese Anime-Figuren, die einfach sich über alles aufregen? Über alles, wirklich, über alles. Oh, wie süß. Er geht das durch seine ganzen Bilder, durch die Rosen. Und dann kommt er. Okay, bitte, lieber Gott, bitte färb dir keinen. Ich flehe dich an, oh Gott, bitte färb dir keinen. Gott sei Dank. Ich schwöre, diesem Anime traue ich alles zu. Diesen scheiß Pilzen. Japan. Ja. Ich finde das so krank. Einfach aus dem Nichts haben die wieder Sex. Kündig das doch mal wenigstens an. Okay. Ich habe zu viel gesehen. Oh mein fucking Gott. Es tut mir leid. Mama, es tut mir leid. Papa, es tut mir leid. Bevor ich das gesehen habe. Ich bin auf dem Weg, abgekommen. Das war so fucking verstörend. Das kam aus dem Nichts. Was ist jetzt? Nein, nein, bitte kein Sex, bitte kein Sex. Du kannst nicht nochmal. Du hattest gerade eben schon. Er hat ihm einen Schlüssel gegeben. Einen Schlüssel zu seiner... die können nicht nach so einer Szene einfach einen auf normalen Anime machen. Oh, was zum... What? Die sitzen alle nackt rum und hat BHs an und die haben diese Scheiße. Zu meiner Schulzeit, ich hatte mal so eine... Oh Gott, was zum Teufel tun sie mit ihm? Wieso ist er gefesselt? Wieso ist dieser Mann gefesselt? Ich hab eine Theorie, was ist passiert. Ich schwöre. Oh, es kommt so eine traurige Backstory. Wir wirft dich doch bei DSDS, Alter. Was ist das denn jetzt? Und gleich kommen alle wieder zum Sex. Japan, deine Logik. Oh mein Gott. Bungee? Oh! Er hat eine Unterhose, wo Fuck Me draufsteht, mit Herzen. Ist nicht so ganz mein Ding, aber interessant. Dieser Yuri-Kun, Alter. Okay. Der Typ ist der verrückteste Psycho, den ich mein Leben gesehen habe. Leute. Das bin ich, wenn ich solche Anime schaue. Und da kommt er barfuß. Jetzt wird es anscheinend wieder lustig und ehe wir uns versehen, haben alle wieder gegenseitig Anime-Sex. Oh Gott! Dieser Typ ist komplett krank. Kann ihm mal bitte jemand anrufen und sagen, dass er einfach krank ist? Oh nein, die Liebesgeschichte geht weiter. Oh Gott, was macht er? Was macht er mit seinem Ding in der Hand? Der chillt einfach den Schulhof mit seinem Ding. Oh mein Gott, dieser Anime wird noch viel schlimmer, als ich dachte. Das ist nicht das Schlimmste, das ist auch nicht das... Das absolut randomste, was ich mein Leben. Er weint. Warum weint er? Okay, er weint, weil er ihn liebt. Ist jetzt ein Süßer und sagt, hey, alles okay. Oder haben die gleich Sex? Okay, er macht das Handy. Oh nein. Ja. Und da sind wir wieder, Ladies and Gentlemen. Fuck. Aber hey, Leute. Merch. 18.10. Checkt's ab. Es wird so saugeil. Das verschwöre ich euch. Es wird besser als da. Viele kranke Motive. Übelst viel Liebe reingesteckt. Übelst kranker Shit. Schnell ausverkauft. Deswegen seid am Start. 18.10. Okay, Leute, wir haben noch 2 Minuten vor uns. 2 Minuten noch. Dein Maul! Was ist das? Was ist das für ein Outro? Ich fühle mich, als würde ich zu der Hymne von Satan tanzen. Das ist die Hymne von Satan, ich schwöre. Oh mein Gott! Was ist das für ein... Das war alles, was ich erwartet habe und sogar noch viel mehr. Leute, warum empfehlt ihr mir sowas? Ich wünsche mir doch nur einmal, dass ihr sagt, hey Kuro, hey, wir haben da einen richtig krassen Anime, der ist wie Death Note, noch besser als Death Note, noch besser. Aber nein, was bekomme ich jeden Tag zu sehen? Ich hoffe, Nick schneidet das Video so, dass es auf YouTube hochgeladen werden kann und Menschen es reinziehen können. Ansonsten, Freunde, es gibt noch einen zweiten Teil dazu. Sowas mag ich eigentlich nicht, aber ich mach's einfach. Was soll's? Bei 20.000 Likes. Mega. Bei 20.000 Likes zu uns im nächsten Teil. Ich setz extra so krass hoch, dass es nicht erreicht wird. Ich will das alles nicht mehr. Freunde, scheiß drauf. Wie gesagt, 18.10. kommt mein Merch raus. Merkt euch, Nani. Das ist auf jeden Fall das Shirt beschreibt dieses Video. Also falls ihr jetzt gerade erst zugeschaltet habt und wissen wollt, worum es in dem Video heute geht. Darum. In dem Sinne, liebe Freunde. In welchem Sinne, Kuro? In welchem Sinne? Es ist gerade nur Schlimmes passiert. Nicht in diesem Sinne. Sag nicht in diesem Sinne. Also, liebe Freunde, passt auf euren Chinchin auf. Ja, Chinchin. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Macht euch einen wunderschönen Tag. Bis dann, ne? Und... Depressives. Oh Gott.